3:1, das Ergebnis von Samstag, ist für Fans und Mannschaft immer noch wie ein Traum, der erst einmal ordentlich gefeiert und begossen werden musste. Danach ging es für die Mannschaft spontan an den Ballermann. Zurück im normalen Leben geht es für die Duisburger in die Vorbereitung für das letzte Saisonspiel. Mannschaftskapitän Bohl findet, der Partyausflug hatte nur Gutes für seine Zebras. Ja, jetzt nach dem Aufstieg war das natürlich was Schönes. Also wir konnten schön feiern, konnten abschalten. Jetzt haben wir zweimal Training und das Spiel am Samstag, aber naja, der Druck ist auf jeden Fall raus. Der Aufstieg ist sicher, dennoch gibt es ein großes Ziel, der erste Platz. Doch den zu erreichen liegt nicht nur in Zebrahänden. Wenn uns Bielefeld die Möglichkeit gibt, noch Erster zu werden, dann werden wir da sicherlich versuchen anzugreifen. Das Einzige, was wir machen können, ist eine gute Leistung zu bringen, versuchen das Spiel zu gewinnen und alles andere liegt nicht in unserer Hand. Seine Mannschaft nimmt das kommende Spiel am Samstag jedenfalls nicht auf die leichte Schulter. Und daran haben wohl auch die 3 Tage Dauerparty in der Sonne nichts geändert. Der Trainer sieht jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen der abrufbaren Leistung und der Feierwut seiner Jungs. Nein, denke ich nicht. Im Gegenteil, das kann ja auch einen Schub geben, ja, weil man da einfach ganz anders in dieses Spiel, einfach nicht so angespannt, erleichtert. Da muss man sich nicht so viel Kopf machen. Das kann genau das Gegenteil bewirken und das Ganze noch positiver machen als wie die letzten Wochen vielleicht. Ja. Man muss abwarten, es ist halt ein Fußballspiel. Was auch immer am Samstag passiert, eins ist sicher. Der MSV Duisburg ist in die 2. Liga aufgestiegen. Und das wird am Sonntag bei der offiziellen Aufstiegsfeier in der Innenstadt gebührend bejubelt. Steffen Bohl freut sich darauf. Ja klar, das nehmen wir nochmal mit. Also den ganzen Fans nochmal durch die Stadt. Und dann ab Montag Urlaub ist auch nochmal schön. Der offene Mannschaftsbus startet am Sonntag um 12 am Hauptbahnhof. Danach geht es in die Innenstadt bis zum Rathaus, wo die Mannschaft auf dem Rathausbalkon begrüßt werden kann. Polizei fasst Leuchtraketenschützen. Der Täter, der nach Abpfiff des Heimspiels gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag eine Polizeibeamtin mit einer Leuchtrakete verletzte, ist identifiziert und gefasst worden. Die Polizei hat den Mann, der während des Platzsturms nach dem Aufstieg eine Leuchtrakete in den Gästeblock feuerte, festgenommen. Bei dem 27-Jährigen handle es sich um einen der Redelsführer einer MSV-Fangruppierung. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Duisburger ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. Ihm droht nun eine mehrjährige Haftstrafe, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus wurde er vom MSV mit einem 3-jährigen Stadionverbot belegt. MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt erklärte, dass man zudem Möglichkeiten prüfe, den Täter dauerhaft vom MSV fernzuhalten. Inka Grings bleibt Trainerin des MSV. Trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga der Frauen hat der MSV Duisburg den Vertrag von Trainerin Inka Grings verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt für die nächste Zweitligasaison. Darauf einigten sich der MSV und die ehemalige Nationalspielerin am Dienstag. Grings freue sich über den Vertrauensbeweis und sehe in der Vertragsverlängerung eine Anerkennung der bisherigen Arbeit. Grings heuerte kurz nach dem Ende ihrer aktiven Karriere im vergangenen Sommer als Trainerin beim MSV an. Die zweifache Europameisterin und UEFA-Pokalsiegerin selbst ging von 1995 bis 2011 für den Vorgängerverein FCR Duisburg auf Torejagd. In 271 Spielen erzielte sie 353 Tore. Zebras trauern um Dorde Pavlic. Der ehemalige Bundesligaspieler Dorde Pavlic verstarb am 9. Mai im Alter von 75 Jahren in seiner serbischen Heimatstadt Novi Sad. Zwischen 1966 und 1972 bestritt der offensive Mittelfeldspieler 173 Erstligaspiele für den MSV und erzielte dabei 21 Tore. Vor seiner Zeit beim MSV gewann Pavlic mit seinem Heimatverein eine Meisterschaft. Als Nationalspieler des damaligen Jugoslawiens bestritt er 2 Länderspiele.